Der E-Learning Award in der Kategorie Unternehmenssimulation für das Projekt Silhouette Academy geht an Christoph Schmidt-Martensen von Create Media Design und an Silhouette International Schmied AG. Christoph Schmidt-Martensen, grüß Sie. Wussten Sie, dass Silhouette macht wunderbare Brillen? Das haben Sie sicherlich schon mal mitbekommen. Aber die machen alle 2 Monate neue Kollektionen. Die zeigt Ihnen nur keiner, wenn die Optiker das nicht rausfinden. Und die Optiker haben jetzt einfach ein wunderbares Spiel bekommen, mit dem Sie online entdecken können, was die neuen Brillenkollektionen sind. Und dass, wenn Sie mal Lust haben auf eine neue Brille, Sie wirklich was kriegen, was das Beste ist, was zu Ihnen passt, weil der Optiker einfach weiß, was es alles gibt. Das war eine coole Idee. Dafür diesen Award. Kommen Sie ruhig zu mir, Schmidt-Martensen. Wir haben jetzt ja noch die Gelegenheit, ein klein wenig zu plaudern über dieses Projekt. Meine erste Frage ist, wie kommt man auf die Idee, so ein Projekt so umzusetzen? Also, da muss ich schon sagen, dass ich seit 12 Jahren Create.at das Glück habe, immer an besonders kreative Kunden zu geraten. Und so ist Silhouette auch wieder einer davon. Wie ich mich beworben habe für die Aufgabenstellung, Vertriebsschulung, Produktschulung, auch in dem Unternehmen Silhouette mal kurz zu überlegen, wie könnte das denn elektronisch funktionieren, auch den Handel zu qualifizieren, eben, der Moderator hat es schon angesprochen, eben die Optiker, die weltweit Silhouette und Adidas Brillen übrigens, die von Silhouette produziert werden, zu verkaufen. Wie ich mich für dieses Projekt beworben habe, habe ich immer gehört, ja, bei uns, bei Silhouette, das haben halt auch unsere Brillen so an sich. Es geht sehr stark um Ästhetik. Und da habe ich mir gedacht, okay, bei uns auch. Bei uns auch mit unseren virtuellen Lernwelten, wie wir es ja schon mal auch mit anderen Kunden wie Audi oder Microsoft bewiesen haben. Und jetzt mit Silhouette ist uns was sehr Schönes geglückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ding kann sich sehen lassen und das Ding macht auch, habe ich gehört, Spaß, um als Lernplattform einmal auch anders zu wirken und auszusehen, nämlich als virtuelle Lernwelt. Und das ist eben ein Ort, an dem ich gerne auch sehr aktuelle, sehr kontextorientierte Inhalte bekomme, um einfach am aktuellen Stand mich fortzubilden. Denn der Kollege hat schon vorher gesagt, ich habe noch nie vorher ein Unternehmen getroffen, das 6 Innovationszyklen, und das sind nur die Hauptinnovationszyklen, im Jahr hat. Und wenn man solche Innovationszyklen hat, dann ist Fortbildung und Weiterbildung ein ganz wichtiges Gut. Ja, um dass wir noch eine konkretere Vorstellung davon bekommen, über die Lernzielgruppe, wie viele Personen sind das, wie viele Lerner sind das, die erreicht werden müssen? Ja, das sind mittlerweile Tausende, darf ich schon sagen, wobei auch überraschen wird, so ein Projekt wie die Silhouette Academy, die virtuelle Silhouette Academy, begann mit 150 im Kern Vertriebsmitarbeiter, die weltweit sozusagen den Handel betreuen. Die sind ursprünglich ausgestattet worden mit dem Mobile Device namens iPad. Und da war ja auch noch alles super eitle Wonne. Und dann hat man gesagt, ja, und mit diesem iPad werdet ihr nicht nur verkaufen, sondern und unsere Produkte präsentieren bei euren Kunden, sondern ihr werdet damit auch lernen. Und das war dann etwas spannend, aber unsere virtuelle Lernwelt konnte sie dann davon überzeugen, dass Lernen auch Spaß machen kann, beziehungsweise vielleicht auch muss, sagt ja der ein oder andere Wissenschaftler im Hintergrund. Und also mit einer kleinen Lernzielgruppe hat es begonnen. Mittlerweile ist die Lernzielgruppe schon sehr, sehr groß. In Amerika werden bereits jetzt die Tage aktuell Tausende an Silhouette-Handelspartnern und Optikern zertifiziert. Ich weiß nicht, das weiß man hierzulande nicht. In Amerika werden Optiker geschult und zertifiziert, wie bei uns im deutschsprachigen Raum die Ärzte. Das heißt, man sammelt Punkte und das funktioniert natürlich auch, wie auf jeder Lernplattform, bloß sieht die anders aus und wirkt anders. Und wie bekommen Sie das konkrete Feedback, ob es an irgendwelchen Stellen vielleicht noch Optimierungsbedarf gibt? Also, ich sage ja immer, Lernkommunikation beginnt, ist ein Prozess. Lernen im Unternehmen ist ein Prozess. Es beginnt in Wahrheit, sehr viele unserer Kunden haben das auch schon erkannt und tragen das mit uns auch schon
fort. Es beginnt beim Recruiting und hört auf bei Karriere. Also in Wahrheit nie. Und so verhält sich es auch mit Lernplattformen oder Lernwelten wie eben der Silhouette Academy. Das Ding bewegt sich. Das Ding ist angelehnt an die Verkaufsräume von Silhouette. Diese Shop-Konzepte, diese Filialkonzepte, die bewegen sich. Genauso innovativ wie auch die Produkte von Silhouette sind. Und genau das ist das Lernambiente, in dem du lernst, in dem du später real auch das Wissen ja anwenden wirst und hier virtuell lernst und dementsprechend die Lernwelt von Silhouette bewegt sich wie jede andere auch. Spannendes Projekt, hätte ich noch eine ganze Menge Fragen, aber wir haben eine rasante Programmführung und müssen weiter. Wir kommen jetzt zum Pressefoto. Genau. Das machen wir jetzt aber anders, oder? So wie es uns entspricht, uns beiden. Ich habe die Arme in der Höhe. Danke. Ja, und wenn ich das Mikrofon habe, dann lasst mich doch mal ganz kurz einen, ich grüße jetzt niemanden, sondern ich möchte ganz kurz noch eine Sekunde etwas sagen. Und zwar möchte ich einen Spezialapplaus und ein ganz großes Dankeschön an den Herrn Siebmann, stellvertretend für das E-Learning-Journal. Das muss jetzt auch mal sein, war nicht abgesprochen. Die können das beschwören. Ich finde das ganz großartig, was ihr seit vielen, vielen Jahren tut in der Branche. Ihr seid Pioniere gewesen, mittlerweile das Epizentrum in der Branche. Wir freuen uns und sagen damit Danke, dass es euch gibt und diesen Award. Vielen Dank, die Überraschung ist gelungen. Ich habe gar keinen Geburtstag.